Ich freue mich sehr, heute in unserer Runde Frau Dr. Barbara Schmidt begrüßen zu dürfen. Sie ist Generalsekretärin von Österreichs Energie. Das ist die Interessenvertretung der heimischen Energieerzeuger. Sie sieht ihre Branche als, um beim Titel unserer Diskussion zu bleiben, Häftling Nummer 1 zwischen Energiewende und Klimawandel. Zu ihrer Linken ein Mann, den ich nicht vorstellen muss, Herr Dr. Wolfgang Eder. Er ist einer der prononciertesten Befürworter für eine moderatere Klimapolitik in Europa und in Österreich. Er ist Vorstandsvorsitzender des Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine. Warum ich Technologiekonzern so betone und was das möglicherweise auch mit dem Thema Energiepolitik, Klimapolitik zu tun hat, werden wir heute möglicherweise erörtern. Zu Ihrer Rechten ebenfalls ein Mann, den ich nicht mehr begrüßen muss, den Herrn nicht mehr vorstellen muss, den Herrn Dr. Hans-Joachim Schellenhuber. Sie sind, das ist ein bisschen ein langes Wort, Vorsitzender des Deutschen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Das heißt, Sie haben zumindest das Ohr von Angela Merkel, wenn es um Klimapolitik geht. Das ist wahr. Unsere Runde komplettieren hätte eigentlich Herr Dr. Günther Oettinger sollen. Herr Oettinger ist als EU-Kommissar für Energiefragen zuständig. Herr Oettinger muss leider heute kurzfristig absagen. Eine Delegation aus der Ukraine, der Ministerpräsident offenbar, ist in Brüssel. Die Absage kam so kurzfristig, dass es nicht einmal möglich war, einen Ersatz hier am Podium zu besorgen. Er hat uns allerdings eine Videobotschaft zukommen lassen, die ich persönlich für ein ziemlich bemerkenswertes Dokument halte. Aber beurteilen Sie selbst. Bitte. Sehr geehrter Herr Zangauer, verehrte Vertreter der Industrie Österreichs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr gerne wäre ich bei euch in Wien heute bei einer wichtigen Konferenz, aber zeitgleich ist der Premierminister der Ukraine und seine Regierung in Brüssel. Und da die Partnerschaft mit der Ukraine gerade auf dem Energiesektor sehr bedeutend ist, habe ich natürlich Präsenzpflicht in der europäischen Hauptstadt und kann Ihnen nur Grüße bringen seitens der Europäischen Kommission. Ihre Konferenz findet zu einem wichtigen Zeitpunkt statt. Zum einen, es geht um Versorgungssicherheit. Wir sind in intensiven Gesprächen mit der russischen Seite, mit der Regierung in Moskau und mit Gazprom, der ukrainischen Regierung und ihrer Gaswirtschaft und der europäischen Gaswirtschaft, um zuallererst auf dem Gassektor zu erreichen, dass es keine Versorgungsengpässe, keine Lieferunterbrechungen gibt und dass die Versorgungssicherheit für unsere europäischen Bürger, für die Bürger der Ukraine, für die europäische Industrie und die Wirtschaft in der Ukraine in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten gewahrt bleibt. Und darüber hinaus bereiten wir eine Strategie für den Europäischen Rat vor, wie wir unsere Versorgungssicherheit im europäischen Gas- und Energiesektor stabilisieren und verbessern, wie wir unseren Binnenmarkt für Strom und Gas vollenden und wie wir uns etwas weniger abhängig von Gas aus Russland machen. Dabei kommt natürlich Österreich und dem Hub bei Wien eine entscheidende Bedeutung zu. Und ich setze darauf, dass bei allen Angeboten seitens der russischen Partner die europäische Strategie gemeinsam abgestimmt wird und das Spiel von Herrn Präsident Putin divide et impera nicht verfängt, sondern dass wir eine gemeinsame Strategie verfolgen, der sich alle Mitgliedstaaten verpflichten und die auch für die europäische Gaswirtschaft die Vorgabe ist. Europa hat eine nennenswerte Industrie und Österreich ist ein Industrieland. Stahl, Aluminium, Kupfer, Fahrzeugzulieferung, Metall, die Papierindustrie, die chemische Industrie, all diese Sektoren haben einen hohen Energiebedarf und haben ein Interesse an bezahlbarer Energie. Wir
haben in den vergangenen Jahren oftmals von alter Industrie und neuer Industrie, von Old Economy und New Economy gehört, von grünen Industrien und von braunen oder schwarzen Industrien. Davon halte ich gar nichts. Wir brauchen die sogenannte alte Industrie, um den Weg in die neue Industrie zu gehen. Ein Windrad oder Energieeffizienz, all dies geht nur mit Grundstoffindustrien, die gerade auch in Österreich stark sind. Die wollen wir halten. Wir wollen nicht abhängig werden von Importen aus Amerika, Middle East oder Asien. Wir haben ein 20%-Ziel, nicht nur für Energieeffizienz, nicht nur für die Treibhausgasemissionsreduktion, nicht nur für erneuerbare Energien, auch für die industrielle Wertschöpfung. Und Österreich hat mit wenigen anderen Ländern in der Europäischen Union in den letzten Jahren in seinem Bruttosozialprodukt den Anteil an industrieller Wertschöpfung gehalten. Dies ist ein starkes Fundament für Ihren Arbeitsmarkt und für Ihre Wirtschaft und für Europa insgesamt. Mein Heimatland Deutschland hat ebenfalls einen starken Anteil an Industriewertschöpfung gehalten. Andere Länder haben leider abgebaut. Ich nenne Italien, Frankreich, Großbritannien. Und der Prozess der Deindustrialisierung setzt sich leider fort. Und in den USA gibt es eine klare Strategie. Die USA sind mit uns befreundet, aber auch im Wettbewerb. Und die Amerikaner sind im Prozess der Reindustrialisierung und es geht zu Lasten der europäischen Industrie, den Prozess zu stoppen. Dazu zählen Maßnahmen wie Innovation, wie mehr Forschung, wie eine bessere Infrastruktur, wie genügend Fachkräfte auszubilden, mehr Ingenieure, mehr Techniker, mehr Facharbeiter, vielleicht auch weniger Juristen, wie ich es einer bin. Und dazu zählt, dass man Energie- und Arbeitskosten im weltweiten Wettbewerb bezahlbar halten muss. Bei Arbeitskosten hat dies mit Tarifpartnern und mit Lebensarbeitszeit und Wochenarbeitszeit und flexiblen Arbeitszeitkonten zu tun, da wurde viel erreicht. Aber bei den Energiekosten haben wir heute die Tatsache, dass Gas in Österreich und in der Europäischen Union dreifach oder gar vierfach teurer ist, wie in den USA der Gaspreis sich eingependelt hat. Und dass der Strompreis in Europa ebenfalls deutlich teurer ist. Wir brauchen ein klares Industrieleitbild. Ich will, dass die Industrie in Europa bleibt und dass es neue Investitionen in die Industrie in Europa gibt. Und es geht nur, indem der Abstand auf dem Gasmarkt und auf dem Strommarkt, der Abstand der Preise zwischen Europa einerseits und den USA und Teilen Asien andererseits verringert wird und nicht im selben Maße erhalten bleibt, wie er heute besteht. Deswegen setze ich auf die Europäisierung der Energiepolitik, auf einen sinnvollen Ausbau erneuerbarer Energien dort, wo erneuerbare Energien wettbewerbsfähig sind. Deswegen setze ich auf weltweit verbindliche Abkommen im Bereich des Klimaschutzes und keine Alleingänge der Europäischen Union. Deswegen setze ich darauf, dass wir unsere eigenen Ressourcen schöpfen, zum Beispiel indem Schiefergas nicht verboten wird, sondern indem Demonstrationsprojekte für Schiefergas und damit Vertrauen für Wasserwirtschaftler, Geologen und Anlagenbauer die Grundlagen sind. Ich setze auf weitere Diversifikation, auf mehr Wettbewerb, auf die Vollendung des Binnenmarktes. Spannende Themen einer europäischen Energiepolitik, bei der Österreich im Herzen Europas eine wichtige Rolle spielt. Und ich setze darauf, dass wir gemeinsam, und zwar Gewerkschaften, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Industrieverbände, Industrieunternehmen, das Ziel definieren und dann daran arbeiten, dass die Industrie Europa nicht verlassen muss, sondern in Europa bleibt. Gerne bin ich auch in den nächsten Monaten
als Mitglied der Europäischen Kommission und als Nachbar und Freund Österreichs an der Fortführung des Dialogs interessiert, auch wenn ich heute nicht in Wien bei Ihnen sein kann. Beste Grüße aus Brüssel und vielen Dank für alle Ihre Bemühungen, dass Österreich ein starker Industriestandort auch in Zukunft bleiben kann. Herr Dr. Schellhuber, vielleicht an Sie die erste Frage. Der Herr Oettinger hat relativ viele Themen jetzt aufgemacht. Ich verstehe Sie, das sind schwer. Die erste Frage vielleicht gleich an Sie. Der Herr Oettinger hat sehr, sehr viele Themen jetzt aufgemacht. Ohne auf die einzeln einzugehen, klingt das für Sie wie eine Absage an den Klimaschutz in der zukünftigen Energiepolitik der Europäischen Union? Naja, zunächst einmal kenne ich den Redenschreiber von Herrn Oettinger. Das war nur ein Scherz. Nein, aber ich schätze Herrn Oettinger in der Tat sehr, weil er hat sich zum Beispiel die Mühe gemacht, auch an unser Institut zu kommen und offen diese Thematiken zu diskutieren. Und er gehört insbesondere nicht zu jenen Politikern, die sagen, naja, die Klimaproblematik, das ist alles noch eine Sache, die sich im Nebel der wissenschaftlichen Analyse befindet und wir warten erstmal ab, sozusagen, bis die Wissenschaft sich geeinigt hat. Er erkennt die Fakten an der Wissenschaft, aber er ist nun mal der Energiekommissar in der Europäischen Kommission und es gibt eine Rollenverteilung und seine Hauptaufgabe ist, und das ist völlig verständlich, dass er möchte, dass die europäische Wirtschaft mit bezahlbarer, verlässlicher Energie versorgt wird. Ja, ich hatte eine Debatte mit ihm beim Unternehmerclub vor einem Jahr, wo er sagte, er hat eben eine Rangfolge von Kriterien und die Energiesicherheit steht an erster Stelle, dann kommt eben die Bezahlbarkeit und an dritter Stelle kommt sozusagen der Klimaschutz und jeder muss seine eigenen Prioritäten setzen. Ich glaube aber nicht, dass in diesem Statement irgendwas anderes herauszuhören oder zu lesen ist, als eine Haltung, die er eigentlich immer konsistent eingenommen hat. Ich glaube, die entscheidende Gedankenfigur bei ihm ist, dass er sagt, zweierlei. In erster Linie, klar, wir müssen konkurrenzfähig sein, wir müssen Arbeitsplätze weiter schaffen und so weiter. Die Klimaproblematik hat für uns gewissermaßen einen längerfristigen Charakter als eben die kurzfristigen Herausforderungen, um Europa aus der Krise herauszuholen und so weiter. Also lasst uns doch erstmal die Wettbewerbsfähigkeit sichern und dann, wenn wir uns da aus der Krise herausbewegt haben, dann denken wir über den Klimaschutz ein bisschen intensiver nach. Ich komme da gleich. Das ist Ihre Interpretation. Und der letzte, Ich würde vielleicht gerne den Herrn Dr. Eder bitten, der ihn auch kennt. Lassen Sie mich den zweiten Punkt noch sagen. Also darauf muss ich jetzt bestehen. Als Wissenschaftler darf man ja in der Regel einen Gedanken zu Ende führen. Ne? Der zweite Punkt, den er auch angesprochen hat, implizit, war keine Alleingänge. Ja? Also sozusagen, wenn sich die ganze Welt einigen sollte, wunderbarerweise in Paris nächstes Jahr, sind wir natürlich gerne dabei. Aber wir wollen nicht diejenigen sein, die sozusagen das Wagniskapital einsetzen. Das waren die zwei Punkte. Danke für Ihre Geduld. Die Einschätzung vom Herrn Dr. Eder würde mich jetzt interessieren. Ist das so, wie Sie den Herrn Oettinger kennengelernt haben, als jemand, der eigentlich in Wahrheit die Thesen von Herrn Dr. Schellhuber versteht, nur andere Prioritäten setzt? Grundsätzlich muss man sagen, und ich schätze das sehr an ihm, Oettinger nennt die Dinge beim Namen. Also was sehr wohltuend ist im Vergleich zu anderen Politikern, vor allem am internationalen Parkett. Er redet nicht um den Brei herum, er verfängt sich nicht in diplomatischen Floskeln, sondern er hat klare Meinungen, die deponiert er, über die ist er bereit zu diskutieren. Und mir ist es immer lieber, man weiß, wie man dran ist, als man stochert im Nebel. Die Dinge, die er da gebracht hat, meint er so, das weiß ich auch aus Gesprächen mit ihm. Und das Thema Deindustrialisierung Europas in Verbindung mit dem auch vom Herrn Professor schon angesprochenen Thema weltweite Abkommen zum Klimaschutz ist ihm ein Riesenanliegen. Natürlich, also das Wichtigste, und das ist seine Aufgabe als Kommissar, ist die Energieversorgung Europas nachhaltig sicherzustellen.
aber er ist einer der nicht allzu vielen Vorkämpfer in Brüssel für einen wirklich globalen Ansatz, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Und er hat noch etwas erwähnt, was mir sehr wichtig ist. Er hat gesagt, wir brauchen die, ich liebe den Ausdruck verständlicherweise nicht, alte Industrie, um uns die neue leisten zu können. Das hat einen unglaublich wahren Kern. Nur über eine Stahlindustrie, eine hochqualitative Stahlindustrie, technologisch führende, wird es möglich sein, die Ziele im Klimaschutz genauso wie im Bereich der Energieeffizienz zu erreichen. Ohne Stahl gäbe es keine Flugzeugturbinen, die heute um 30-40% weniger Sprit brauchen als noch vor 10 Jahren. Wir liefern da bis zu einem Drittel der Teile in die Luftfahrtindustrie. Wir liefern heute Turbinen, leider vor allem nach China, deren Wirkungsgrad, weil völlig neue Legierungskonzepte, um 35 Grad höher ist als das, was wir in Europa als Bestand haben. Wir liefern heute nicht die Windtürme an Land, aber die Windtürme am Meer, vor allem das, was im Meer verankert ist. Das ist hochanspruchsvoller Stahl, das ist nicht irgendein Stahl, kann man sich vorstellen, aus Korrosions- und Stabilitätsüberlegungen. Und da gäbe es zig ähnliche Beispiele. Das heißt, wenn man die Stahlindustrie oder ich sage mal die Grundstoffindustrie in Europa in Frage stellt, dann stellt man auch das ganze Thema Klimaschutz und Energieeffizienz in Frage. Sie haben in der Vergangenheit, Sie waren Eurofair-Präsident, das ist der Präsident der Europäischen Stahlherstellervereinigung, sehr oft beklagt, dass es innerhalb der Europäischen Union relativ wenig Verständnis für industrielle Fragen gibt, relativ wenig Sympathie dafür. Mhm. Haben Sie das Gefühl, also für mich war das jetzt schon so, dass sich da was bewegt? Oder sind da die Lehren der Wirtschaftskrise, dass man eine solide industrielle Basis braucht, dass man nicht zur Dienstleistungsgesellschaft werden kann? Haben die so ein bisschen jetzt auch in die Politik schon Eingang gefunden? Man muss eines sehen, die Kommission der letzten 8 Jahre hat ja ein anderes Grundverständnis als manche Vorgängerkommissionen, die sich doch als Treiber Europas gesehen haben. Die jetzt noch agierende Kommission hat sich eher als Verwalter Europas gesehen. Das ist ein Faktum. Und da haben sich Kommissare wie Oettinger, und das waren nicht sehr viele, die eigentlich die Wirtschaft voranbringen wollten, vor allem auch im globalen Wettbewerb, nicht ganz leicht getan. Also man muss sagen, es war eine klare Minderheit der Kommissare, die ein Verständnis ähnlich dem Oettingers mitgebracht haben. Und so in 4-Augen-Gesprächen mit diesen Kommissaren, die gesehen haben, dass wir im internationalen, im globalen Wettbewerb zurückzufallen drohen, USA, Reindustrialisierung wurde angesprochen, die haben dann natürlich auch außerhalb der Kommission im Umfeld Verbündete gesucht, einfach um über diesen Weg mehr Bewusstsein in der Kommission zu schaffen. Und eines sage ich in aller Deutlichkeit, wir wünschen uns nicht nur, sondern wir brauchen wieder eine Kommission, die es als ihr Grundanliegen sieht, Europa auch in wirtschaftlicher Hinsicht wieder dort anschließen zu lassen, wo wir einmal waren, nämlich absolut an der Vorderfront der technologischen Entwicklung in vielen Bereichen. Frau Dr. Schmidt, wenn ich mir den Börsekurs von der Voestalpine anschaue, dann ist der relativ, oder er nähert sich jedenfalls den Höchstkursen an, die Voestalpine mal gesehen hat. Wenn ich mir die Börsenkurse ihrer Mitgliedsunternehmen ansehe, dann ist das ganz anders. Die EVN ist, glaube ich, bei einem Drittel ihres historischen Höchstkurses, der Verbund bei einem Viertel. Der Markt schätzt also Energieproduzenten als Verlierer der derzeitigen Marktsituation offensichtlich ein. Warum ist das so? Ja, wenn wir über die Werte sprechen,
Und der Herr Oettinger hat es ja auch erwähnt, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, dann ist genau hier die E-Wirtschaft, die Industrie, die hier zwischen diesen Zielen steht und hier auch teilweise zerrieben wird. Und wenn man sich auch anschaut, was für Mythen existieren in Österreich, der Strompreis ist zu hoch, im Übrigen nicht richtig, die Steuer ist zu hoch, und auf der anderen Seite Energiewende um jeden Preis und wir in Österreich aber 75% erneuerbare Energie haben, dann ist hier eine Geschichte, die einfach mit der Realität nicht in Einklang zu setzen ist. Und das, was wir in den letzten Jahren in der Stromwirtschaft, und ich spreche hier ja nur für die Stromwirtschaft, erlebt haben, ist so etwas wie eine versteckte Abwanderung. Ich weiß, Föst und andere, auch gerade in letzter Zeit wieder Mitglieder auch der Industriellen Vereinigung, thematisieren sehr stark das Thema Abwanderung, Industriestandort Europa versus andere Standorte. Wir von der E-Wirtschaft haben das Thema nicht sehr thematisiert, weil wir es nicht tun, dass wir ein Kraftwerk irgendwo abbauen und woanders aufbauen, einen anderen Produktionsstandort irgendwo im Ausland aufbauen. Aber was in den letzten Jahren passiert ist, ist eine schleichende Abwanderung. Wenn wir uns anschauen, die neuen, effizienten, erst vor ein paar Jahren eröffneten Kraftwerke wie Mellach, Timmelkamm und andere effiziente Gaskraftwerke, die wirklich zu den saubersten in Europa gehören, die stehen jetzt still. Und es hat sich aber die Importquote von Strom von 2013 auf von 2012 auf 2013 mehr als verdoppelt. Also wir sehen hier, es wird weniger Strom in Österreich produziert, dafür mehr Strom importiert und das ist eine Abwanderung zu Lasten der Volkswirtschaft, aber natürlich auch zu Lasten unserer Unternehmen, was man leider auch am Börsenkurs sieht. Sie haben es vorhin gerade angesprochen, auch der Herr Oettinger hat es angesprochen, der Strompreis ist auch für die Industrie eigentlich zumindest in Österreich jetzt nicht rasend hoch. Ne? Naja, der ich kenne da Vergleiche, die aus Ihrem Haus kommen, in etwa kostet der Strom für Industriekunden so viel wie in Massachusetts. Es gibt billigere Orte in Amerika, aber es gibt auch teurere. Warum hat sich das so verfestigt, die Idee, dass der Strompreis bei uns so hoch wäre? Es ist halt immer die Frage, was ist der Strompreis? Ist es das, was man bezahlt? Da muss man sagen, dass wir natürlich irrsinnig hohe Steuern und Abgaben haben und hier auch zu den Spitzenreitern gehören. Dann ist es natürlich schon so, dass der Strompreis in Europa relativ gesehen höher ist als zum Beispiel in Amerika, wo es kaum Steuern und Abgaben gibt. Also würde man sich nur anschauen, den Erzeugungspreis und das Netz, das im Übrigen Netzkosten sind in Amerika durchwegs viel höher als in Europa, wenn man sich das anschaut, liegen wir unter den amerikanischen Preisen. Das Thema nur ist halt die Steuer. Jetzt? Also nur auch regional in Mitteleuropa? Oder? Auch in Österreich gesehen. In Österreich ist die Steuer auch noch günstiger, zum Beispiel als in Deutschland, weil hier natürlich durch die Energiewende die Unterstützung für die Erneuerbaren einen massiven Anteil ausmacht. Man muss überhaupt sagen, der österreichische Weg ist eh noch ein guter und moderater. Also so wie wir die Energiewende meistern, zumindest im Strombereich, mit einem Ökostromgesetz, das sich jährlich anschaut, was kostet der Ökostrom, was müssen die Anlagenbetreiber erhalten hier an Einspeisetarifen. Also das ist ein System, das eigentlich Schule machen sollte in Europa. Andere Länder haben es anders getan, die Deutschen zum Beispiel, und haben somit in einem europäischen Markt, den wir ja seit einiger Zeit haben, wir sind eine Preiszone in Deutschland, und die Deutschen haben natürlich hier mit ihren massiven Ökostromförderungen hier den Marktpreis zusammengehaut, wie man so schön sagt. Und das ist ja auch das Thema, warum die österreichische Erzeugung zu einem Riesenanteil aus nicht geförderter Wasserkraft, die aber erneuerbar ist, hier natürlich im Vergleich zu der deutschen geförderten immer teurer wird und sich hier schwieriger behaupten kann. Herr Dr. Schellenhuber, was sagen Sie zu dem Dilemma? Ich meine, jetzt versucht die Politik doch Klimapolitik zu betreiben, aber macht offensichtlich so ziemlich fast alles falsch, was man da falsch machen kann. Haben Sie eine Stunde Zeit? Wenn man das Wort alles in den Mund nimmt, da könnte man natürlich viel drauf sagen. Also Politik macht keineswegs alles falsch, weder in Österreich noch in Deutschland und auch nicht mal in der Europäischen Kommission. Ich sehe Herrn Barroso so 4-5 Mal im Jahr zum Mittagessen und er lässt sich wissenschaftlich beraten. Er sieht sehr wohl meiner Ansicht nach, dass
die wirtschaftliche Gesundung Europas an erster Stelle steht, und da widerspreche ich auch gar nicht. Ich glaube, es sind einfach widerstreitende Interessen und letztendlich eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Ja. Und das ist etwas, was die Wissenschaft auch nicht entscheiden kann. Also ich sitze ja hier ja nicht als Partei auf diesem Podium. Ich habe mir vorhin überlegt, wie ich das vielleicht versinnbildlichen könnte, und ich sitze ja bestenfalls als Cassandra hier. Also wir gehen jetzt zu Homer, hier ist die schöne Helena und hier ist Priamos, der König von Troja. Und Sie wissen ja, was mit Troja geschehen ist am Schluss. Aber das sage ich gerade nicht voraus. Nein, ich bin ja eigentlich nur derjenige, der sozusagen versucht, ein bisschen zu helfen, die Zukunft besser zu projizieren, nicht zu entscheiden. Nicht? Und es ist eine Prioritätenfrage. Alles, was Oettinger sagt, was meine beiden Kollegen auf dem Podium sagen, kann ich natürlich unterschreiben, hat eine Rationalität. Was, glaube ich, nicht verstanden wird oder vielleicht eben auch nicht verstanden werden will, Sie haben ja meinen Vortrag nicht gehört, wir haben eben einfach ein massives Zeitproblem. Der Klimawandel, aber auch der Ressourcenverbrauch schreitet einfach mit so einer Wucht voran, dass wir uns einfach entscheiden müssen, ob wir in der nächsten Dekade transformative Veränderungen einleiten zumindest. Oder ob wir sagen, eigentlich läuft uns diese Sache aus dem Ruder und wir hoffen, dass es irgendwie schon gut gehen wird. Und die Wissenschaft sagt, es wird nicht gut gehen, es sei denn, wir müssen Veränderungen vornehmen. Und weil Deutschland angesprochen wurde, die Energiewende, ich habe genau verfolgt, wie das damals passiert ist, nach dem 11. März 2011, Fukushima, ich kenne die Debatten, wo Merkel das Ruder einfach genau in die andere Richtung herumgerissen hat. Manchmal tut man eben Dinge, die nicht wohl überlegt sind, die rumpeln, die alle Arten von negativen Effekten haben, die aber am Schluss doch notwendig sind, um in die richtige Richtung zu kommen. Ne? Und wir werden einfach nicht, das ist meine tiefe Überzeugung, wir werden nicht eine globale Energiewende und Klimaschutz à la carte kriegen, wo jeder gemütlich sitzen kann und keiner irgendeinen Nachteil hat. Es wird eine neue Form von Industrie und Energieerzeugung und alles geben, das wird ohnehin kommen. Durch den Klimawandel sind wir einfach gezwungen, meiner Ansicht nach, die Transformation des Energiesystems quasi ein Jahrhundert vorzuziehen. Und das ist immer schwieriger. Und darum wollte ich eben nochmal sagen, die Politik ist einfach, genauso wie Wirtschaftsführer, genau in diesem Dilemma, dass man verschiedene Präferenzen abwägen muss. Ja? Mhm. Und es gibt meiner Ansicht nach einfach keine optimale Lösung, sondern am Schluss muss man entscheiden, was einem wichtiger ist. Ja? Und ich würde auch niemandem einen moralischen Vorwurf machen. Ja? Mhm. Herr Dr. Eder? Ja. Herr Professor, ich verstehe Sie vom Grundsatz her. Nur ich rede jetzt als Vertreter des Unternehmens, das jedenfalls in Europa, wahrscheinlich auch weltweit, als Benchmark in der Stahlindustrie sowohl in Bezug auf Energieeffizienz als auch Klimaschutz gilt. Europa trägt mit noch gerade 9% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Wir haben alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft, sonst wären wir nicht die Benchmark, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Wenn jetzt Europa weiter an den Grenzwerten dreht, dann bleibt uns, weil wir auch keine Alternativtechnologie zur Verfügung haben, gar nichts anderes übrig, entweder Penalien zu zahlen, bis wir am Ende des Tages pleite sind, um das ganz trivial zu sagen, oder rechtzeitig uns zu überlegen, wo sind wir besser aufgehoben auf dieser Welt. Und da würden wir aber mit Sicherheit auch nicht Umweltdumping betreiben, was wir im Übrigen auch in dem neuen Werk in den USA nicht tun, sondern wir sind auch dort die Benchmark, genauso wie wir kein Sozialdumping betreiben. Das gehört zu unserer Wertewelt. Aber man muss doch auch eines verstehen, wenn Sie, und das gilt nicht nur für die Stahlindustrie, es gilt für viele andere Grundstoffindustrien genauso,
die noch verbliebenen europäischen Unternehmen jetzt vor mehr oder weniger den Zwang stellen, entweder zuzusperren oder abzuwandern, dann nützt es dem globalen Klima nicht nur nichts, sondern dann schadet es dem, weil natürlich wird überwiegend dort investiert, wo die Rahmenbedingungen günstiger sind als in Europa, sodass die globale Klima- und Energiebilanz wieder schlechter ausfällt. Daher tue ich mich schwer mit der Positionierung nicht nur mancher politischer Gruppen, sondern auch mancher Wissenschaftler, die quasi also ohne Rücksicht auf die Zukunft Europas sagen, Hauptsache wir emittieren nichts mehr, wie wir dann leben ist sekundär. So einfach kann die Welt nicht sein und ich bin also absolut gegen eine Verarmung Europas zugunsten anderer Teile der Welt, die uns dann erst ein Klima bescheren, in dem wir kein Überleben haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen endlich einen Weg finden, vielleicht, ich weiß es nicht, hilft da Paris nächstes Jahr, aber wir müssen einen Weg finden, endlich ein Einlenken der anderen großen emittierenden Wirtschaftsregionen zu finden. Und es kann ja nicht sein, irgendwann, Entschuldigung, wenn ich das so trivial sage, werden die Chinesen, die jeden Herbst und Winter in Peking während des Tages die Hand nicht vor den Augen sehen, auch begreifen müssen, dass sie einen Beitrag leisten müssen. Ich glaube nur, aus welchen Gründen auch immer, dass die europäische Politik nach außen viel zu wenig Druck macht. Der Druck ist fokussiert auf das eigene Revier, auf die eigene Region. Es wäre viel, viel wichtiger, dass man sich auch als Botschafter einer neuen Klimapolitik weltweit versteht. Und das passiert nicht, ist möglicherweise auch aufwendig und mühsam. Darf ich direkt dazu? Nein, ich habe ja auch große Sympathie für diese Haltung. Die Realität der Klimapolitik sieht eben leider anders aus. Ich habe von den, es wird ja die 21. Konferenz der Vertragsstaaten sein in Paris nächstes Jahr. Ich habe mit den Beraterinnen von Hollande und Fabius vor kurzem in Paris darüber gesprochen. Und ich habe an 15 dieser Konferenzen teilgenommen. Sie kann mir glauben, das ist die Höchststrafe im Leben. Und in Kopenhagen 2009, ne, war es natürlich so, und auch die deutsche Industrie, BDI und so weiter, alle haben auf diese globale Verständigung gesetzt. Und das ist in der Sprache der Ökonomen sozusagen die first best solution, ist überhaupt keine Frage. Ja. Ein Vertragswerk, die alle ins Boot holt und wo angemessene Beiträge geleistet werden. Was natürlich eine hochentwickelte Industriestaat mehr leisten muss, prozentual wie auch immer, als Burkina Faso, versteht sich von selbst. Das ist nicht unser Problem. Meine leider pessimistische Vorhersage ist die, und ich hoffe, die Wirklichkeit straft mich Lügen, dass wir keinen Vertrag bekommen werden in Paris, der wirklich in irgendeiner Weise es schafft, uns auf eine Stabilisierung des Klimas 2 Grad über vorindustriell, was nun mal das Ziel ist. Und ich könnte Ihnen ausbuchstabieren, was das bedeutet, wenn man weit über diese Grenze geht, ermöglicht. Also wird es am Schluss doch wahrscheinlich insulare Lösungen geben. Es wird Clubs, Allianzen geben, es wird eben Vorreiter geben. Das ist meine Vorhersage. Also wenn es anders kommt, bin ich völlig beglückt und wir stoßen an drauf. Aber ich vermute, dass es eben doch Länder geben muss, übrigens auch Unternehmen, Kommunen, wie auch immer, die einfach sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und gerade China, das sind viele Zeichen, ich bin da ziemlich nahe dran, der Innovation, wo man einfach weiß, Sie haben es ja selbst erwähnt, in Peking kann man Kinder nicht mehr aufziehen, es ist einfach so, durch einfach die Luftverschmutzung. Das CO2 ist dann eher ein Nebeneffekt erstmal. Aber man weiß dort, dass diese industrielle Entwicklung so nicht mehr möglich sein wird. Aber man ist natürlich auch in dem Dilemma, man will nochmal 300 Millionen Menschen vom Land in die Städte bringen etc. Es ist eine ziemlich verzweifelte Situation, nur ist die Partnerschaft, die man sucht in China mit Deutschland, etwas sehr groß. Und warum? Er sagt, wir sehen eigentlich, dass Nachhaltigkeit bedeutet CO2-Reduktion und dass wir dafür die besten Ingenieure der Welt brauchen und die beste Innovationspartnerschaft. Insofern wäre meine Prognose,
es muss eben doch Staaten geben, die vorangehen. Ich würde mir, genau wie Sie wünschen, eine explizitere, offensivere, engagiertere europäische Klimapolitik, um mehr ins Boot zu holen. Ne? Das muss man doch zumindest mal versuchen. Ne? Ja. Also in Durban waren wir fast so weit. Ja. Ja? Da waren es 140 Staaten, die sich hinter Europa geschaut haben. Aber es wird kein globales Abkommen geben, das keine Löcher haben wird. Und ich kann Ihnen Brief und Siegel drauf geben, dass Indien nicht mitspielen wird, Brasilien nicht mitspielen wird, Mexiko und Russland, da wollen wir erst gar nicht drüber reden. Ne? Insofern wäre es wichtig, Länder zu gewinnen, die die stärkste Innovationskraft haben, denen nicht ganz egal ist, wie in 50 Jahren die Welt aussehen wird und die ohnehin ein gutes Verhältnis zueinander haben. Das wäre meine second best solution. Ne? Aber auf das perfekte globale Abkommen zu setzen, ist meiner nach illusorisch. Herr Dr. Schönhuber, wenn man sich mit Energiepolitik beschäftigt, kommt man manchmal auch, oder den Effekten von Energiepolitik beschäftigt, kommt man manchmal auch auf relativ skurrile Ergebnisse. Unter anderem jenes, dass das Land, das seit 1990 am erfolgreichsten war, oder eines mit am erfolgreichsten war in der Reduktion des CO2-Ausstoßes, ausgerechnet die Vereinigten Staaten von Amerika sind, weil die, ich glaube, von 57% Kohleverstromung auf 38% Kohleverstromung gekommen sind mit der Technologie des Fracking. Mhm. Müssten Sie als Klimaschützer nicht eher Schiefergas-Förderlizenzen promoten als CO2-Zertifikate? Schöne Frage. Also zunächst einmal stimmen die Zahlen nicht ganz, aber das hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Die USA sind natürlich lange nicht so weit wie etwa Deutschland bei der Reduktion der Emissionen. Die USA haben ein Ziel von, ich glaube, 17% bis 2020 unter 1990. Aber sie waren am erfolgreichsten. Ne? Deutschland hat ein Ziel von 40%. Die USA sind gerade dabei, die Kurve zu biegen, aber immerhin, das ist schon etwas. Ich habe an sich nichts gegen Shell Gas in diesem Sinn. Ich war einer derjenigen, der das relativ früh erkannt hat, dass hier eine Möglichkeit ist. Natürlich muss man die anderen Umweltaspekte betrachten. Das Problem ist, ich habe mir das sehr genau angeschaut, insofern treffen Sie einen interessanten Punkt, das Marcellus Gasfield im Osten der USA. Wenn wir so etwas in Europa hätten, würde ich sagen, ja, sollten wir tun. Ne? Das ist, wenn Sie sich andere Fracking-Möglichkeiten anschauen, sieht es mit den Erträgen schon sehr viel schlechter aus. Ja? Dann steigen die Fördergewinne also sehr langsam nur. Und in Europa das langfristig zu tun, ist zu überlegen. Aber was wir festhalten ist, ich würde das auch so sehen, Sie haben es auch angesprochen, Ida, als Zwischenstufe zu einer klimaverträglichen Wirtschaft würde Gas, ob Biogas, Shellgas, Erdgas, Tidegas, ich kann Ihnen alles aufbuchstabieren, natürlich eine strategische Rolle spielen. Das ist überhaupt keine Frage, weil wenn Sie die optimal nutzen, die Wirtschaft, also die Möglichkeiten, Zentrifugen und so weiter, haben Sie im Vergleich zu Kohle eben wirklich ein Drittel der CO2-Emissionen nur. Und das ist viel Holz, das ist ganz viel Holz. Aber ich glaube nicht, dass wir in Europa großkalig mit Shellgas wirklich eine langfristige Basis für unsere Energiewirtschaft, das ist illusorisch wieder, kann ich Ihnen vorrechnen. Aber zum Beispiel könnte ich mir absolut vorstellen, dass wir etwa in Deutschland viel mehr Flüssiggas aus dem Nahen Osten, Katar, wie auch immer, importieren. Aber man hat 20 Jahre lang verschleppt, ein Terminal zu bauen, wo man das anlanden könnte. Das ist natürlich eine neue Abhängigkeit, ist mir schon klar. Aber mir als Klimaschützer ist dieser Zwischenschritt mit Gas absolut recht. Ich habe da keinerlei ideologische Bedenken. Ja, dafür muss man aber jetzt auch die Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Weil so wie es derzeit ausschaut, mit einem sehr geringen CO2-Preis und eben der Shellgas-Effekt von Amerika hat ja auch zur Folge, dass sie die Kohle, die sie jetzt zu viel haben, nach Europa schippern. Aber wir deswegen billige brauchen Kohle. Wir den Emissionshandel eben. Genau, das also da, braucht es sicher, da brauchen wir sicher eine Reform auch des Emissionshandels, das ist keine Frage. Weil was wir jetzt sehen, und das ist auch ein Phänomen in Deutschland, dass hier die Kohlekraftwerke ja eine fröhliche Renaissance feiert. Klar. Und hier die CO2-Emissionen gestiegen sind in diesem Bereich natürlich.
auch in Österreich. Wir haben gerade am Wochenende wieder eine Aktion gehabt von einem NGO, das sich in Mellach am Kohleblock abgeseilt hat, um den Kohleblock abzustellen. Ja, die Intention, und Sie haben Verbund ein Mitglied schon genannt, von Mellach, vom Gaskraftwerk, war, den Kohleblock abzustellen. Nur leider sind die Rahmenbedingungen derzeit so, dass der effiziente Gasblock musste jetzt außerordentlich abgeschrieben werden und der steht. Und der Kohleblock ist der einzige, der sich rentiert. Und wenn wir von alten Werten und neuen Wegen sprechen, und das ist ja das Thema auch dieses Kongresses, muss man halt schon immer sagen, dafür braucht es aber schon auch ein bisschen Geld und noch die Möglichkeit, diese neuen Werte zu suchen. Und ich unterstreiche sehr, dass Innovation das wichtige Thema ist und der Treiber. Und da ist natürlich auch die Stromwirtschaft jetzt wirklich auf der schweren Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Aber auch dafür braucht es natürlich noch etwas Geld, dass man hier auch Innovation noch fördern kann und hier in die Innovation investieren kann. Und das ist ein Thema, wo es neue Rahmenbedingungen braucht. Und da glaube ich sehr, dass Europa hier eine große Rolle spielen muss. Das werden wir nationalstaatlich nicht lösen können. Es braucht ja eben eine gute europäische Politik, die hier die Rahmenbedingungen so setzt, dass wir ein Level Playing Field in Europa auch haben, nicht nur weltweit, was natürlich auch beim CO2 im Klimaschutz auch ein wichtiges Thema wäre. Herr Dr. Eder, wollen Sie da was sagen? Ja, ich muss nur schmunzeln, weil das Thema Level Playing Field im internationalen Stahlsprachgebrauch fast so schon so häufig verwendet wird wie Stahl selbst, und das ist etwas, dem wir ewig nachlaufen werden, fürchte ich, trotzdem müssen wir es anstreben. Aber vielleicht zu dem, was Professor Schellhofer gesagt hat, nämlich betreffend Fracking in Europa. Ich teile seine Meinung eigentlich völlig, mit einer Einschränkung und einem ergänzenden Hinweis. Es muss gelingen, und ich glaube, nicht zuletzt die Montanuniversität in Leoben ist da auf einem extrem guten Weg, dieses Clean Fracking zu schaffen. Da bin ich auch dafür. Wir können es uns nicht leisten, unsere Erde mit Chemikalien, deren Auswirkungen von vornherein kritisch eingestuft werden oder sich vielleicht kritisch entwickeln, zu verseuchen. Also da wäre ich absolut dagegen. Aber das Clean Fracking kommt, und ich glaube auch, dass es einige Regionen, und das müssen aber dünn besiedelte sein, um das auch klar zu sagen, das wäre also unvertretbar, meiner Meinung nach, auch jetzt rein gesellschaftlich in dicht besiedelte Gebiete zu gehen. Aber dort sollten wir zumindest das eine oder andere an Erschließungen vornehmen, und zwar auch aus einem hochpolitischen Grund, um dem Osten, um Russland zu zeigen, wir sind nicht so blank, wie ihr immer glaubt. Es wird nie ein maßgeblicher Beitrag zur europäischen Energiebilanz oder Gasbilanz sein, aber es ist ein Signal, und solche Signale sind wichtig. Solange wir aber nicht den Willen haben, solche Signale zu setzen, wird, um also mit Oettinger zu reden, Putin sein Spiel weitertreiben. Das heißt also, vor dem aktuellen politischen Hintergrund, den wir seit Jahrzehnten kennen, das ja nicht verändert hat, wäre es schon wichtig, da Signale zu setzen. Was ich auch interessant, weil Sie haben gesagt, wir haben Ihren Vortrag nicht gehört, also ich war zumindest dann ab der Hälfte da und habe am Schluss Ihre 7 Punkte, fand ich sehr spannend, aber auch dafür braucht es Geld, weil da muss man ordentlich investieren. Und ein Punkt oder mehrere Punkte haben sich ja beschäftigt, auch mit dem Thema hier, weniger sonstige Energie, mehr Strom, der ja erneuerbarer leichter erzeugt werden kann. In Österreich ist das der Fall mit 75% erneuerbaren Anteil am Strom. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, jetzt natürlich nicht für Sie eine Lösung, natürlich, Sie brauchen das Gas weiterhin, aber in vielen Bereichen, vor allem in der Raumwärme und im Verkehr, hier wirklich auch Maßnahmen zu setzen, um den Stromanteil zu erhöhen. Sie haben gesprochen von Elektromobilität, ein riesiges Thema. Und wenn ich da jetzt aktuell werden darf, gibt es hier einen jüngsten Gesetzesvorschlag unseres Herrn Ministers für Forschung und Wirtschaft. Das sogenannte Energieeffizienzgesetz ist jetzt zum zweiten Mal in Begutachtung gegangen, und das sieht einfach mit der Gießkanne einen Cut bei allen Energieformen vor. Das ist etwas, was wir so wirklich als falsches Signal in die Richtung nachhaltige Energiezukunft sehen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, eine Dame mit einem Mikrofon ist im Publikum. Wenn Sie die Dame rufen, dann würden wir Sie an der Diskussion beteiligen. Ich sehe schon, da gibt es einen Herrn, der... Vielleicht noch eine kurze Frage an den Herrn Eder vorher, bis das Mikrofon da ist. Ich habe Sie einmoderiert mit dem Satz, Sie sind Vorstandsvorsitzende des Stahlherstellers und Technologieunternehmens Voestalpine. Wie sehr hat denn auch der Druck der Energiepolitik dazu geführt, dass der Stahlkonzern Voestalpine zum Technologiekonzern wurde, zum Konzern, der ultradünne Autobleche herstellt, die sauteuer sind? Wie groß ist da der Effekt? Also der Druck aus dem Energiebereich in Form der Energiekosten war hier eine sehr starke Triebfeder, weil wir schon Anfang der 90er Jahre festgestellt haben, wir können als Stahlhersteller, als reiner Stahlhersteller, damals waren wir auch qualitativ noch nicht auf dem Niveau, langfristig in Österreich und in Europa nicht überleben. Es war damals absehbar, es kommt die Türkei, es kommt die Ukraine, es kommt Russland, inzwischen WTO-Mitglied. Und bei einfachen Stahlgütern werden wir da nicht mehr konkurrenzfähig sein, weil einfach die Kostenbilder in diesen Ländern völlig andere sind. Das heißt, wir haben damals gesagt, vor 20 Jahren, wir werden uns im Stahl in das oberste Qualitätssegment begeben und haben dann vor 15 Jahren gesagt, und jetzt gehen wir, wie wir das nennen, downstream, das heißt, auf Basis dieses höchstwertigen Stahls verlängern wir Schritt für Schritt die Wertschöpfungskette hin zu großen Automobilkomponenten, hin zu kompletten Gleisanlagen für Hochgeschwindigkeitszüge, hin zu dem Fahrwerk für den Airbus A380 oder auch die Kernteile des Triebwerks der Ariane-Raketen. Und das haben wir in den letzten 15 Jahren perfektioniert. Wir haben es aber sehr stark auch in Richtung Energie getrieben. Wir sind heute einer der wichtigsten Lieferanten, auch wenn es nicht immer gern gehört wird, im hochqualitativen Shale-Gas-Bereich. Wir erzeugen nahtlos Rohre genau für diese Anwendung. Natürlich, weil wir im höchstqualitativen Bereich sind und die brauche ich für Schiefergas. Wir sind aber auch diejenigen, die etwa die Bleche für die derzeit am tiefsten im Meer liegenden Pipelines verantwortlich sind. Im Golf von Mexiko gibt es eine Pipeline, die liegt 2800 Meter tief, da kommen die Bleche aus Linz und wir verhandeln mit der Petrobras derzeit auf 4000 Meter zu gehen, gibt es bisher nicht, kann auch niemand anderer, wir werden das in 2 Jahren liefern. Das heißt also, hier beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema Energie und das ist für mich aber das Schönste, weil es wirklich sehr, sehr demonstrativ ist als Beispiel, das ist die schon angesprochene völlig neue Turbinenkonzeption aus neuen Werkstoffkombinationen, wo wir Turbinen mit 650, 700, 750 Grad Dampftemperaturen ausliefern und der Wirkungsgrad steigt hier exponentiell. Das heißt also, da haben Sie im gleichen Kraftwerk nur durch den Austausch der Turbine eine Wirkungsgradverbesserung von 30-40%. Gäbe es noch viele weitere Beispiele, aber das ist das, was wir unter Technologiekonzern verstehen und wir werden uns in den nächsten Jahren da noch massiv weiter nach vorne entwickeln, sprich also hin zu Endprodukten und das weltweit. Mhm. Eine Frage aus dem Publikum, bitte. Guten Tag, mein Name ist Walter Naderer, ich bin Handelsunternehmer im Logistikbereich und Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag. Und ich hätte eine konkrete Frage an den Herrn Schellnhuber zu diesen 7 Punkten, die er da vorhin angeführt hat. Mir fehlt da ein bisschen der neue Technologiebereich. Wir haben in Österreich aktuell eine Diskussion über dieses sogenannte Power to Gas. Ich beschäftige mich damit schon seit über 2 Jahren. Und das ist Wasserstofftechnologiebereich. Ich war am Joanneum in Graz bei einer Forschungsstelle. Ich war erst letzte Woche in Linz an der Johannes Kepler Universität und da hat mir ein Universitätsprofessor gesagt, in der kontrollierten Verbrennung von Wasserstoff befinden wir uns in der Steinzeit.
Lohnt es sich nicht, also Frage an alle am Podium, lohnt es sich nicht, in diesem Bereich vielleicht ein bisschen weiterzukommen? Ja, wenn ich gleich antworten darf, nein, ich freue mich über Ihre Frage. Ich habe ja von dem Vortrag, den ich Ihnen gehalten habe, zumindest über die Kardinalinnovationen, ne, da habe ich eine etwas ausführlichere Version, wo ich genau die Power-to-Gas-Geschichte dann in diesem Fall anspreche. Als Beispiel, also letztendlich Gas und Elektrizität zusammen systemisch gebracht, da ist die Brücke in die Zukunft, das ist ganz klar. Und wir denken natürlich auch in Deutschland sehr intensiv darüber nach, weil wir haben jetzt einen sehr hohen Anteil erneuerbaren Energien, ne? Möglicherweise nicht volkswirtschaftlich optimal aufgesetzt, aber letzte Woche waren 27%, was aus Wind und Sonne kam. Wir haben wenig Hydroelektrizität, anders als Österreich. Und da gibt es natürlich diese Überschussspitzen, das ist klar. Und dann drückt man das ins europäische Netz und die Nachbarn müssen uns das dann auch noch abnehmen. Das ist alles natürlich noch in den Kinderschuhen. Und natürlich wäre es ein bestechendes Konzept, wenn Sie über Hydrolyse Wasserstoff herstellen würden, ne, und es dann methanisieren. Zum Beispiel, es gibt auch andere Dinge. Ich hatte in meinem Vortrag erwähnt, Carlo Rubbia, der Physik-Nobelpreisträger, der für CERN geleitet hat, der arbeitet jetzt auch in Potsdam, denkt über verschiedene solche technische Neuerungen nach. Und es ist in der Tat so, ich würde zwar nicht sagen, in der Steinzeit sind wir da, aber in der Bronzezeit vermutlich. Ja. Also da ist noch einiges zu tun. Es ist bestechend, weil es wunderbar wäre, die Spitzen der Erneuerbaren, die Fluktuationen abzuschöpfen, eben dann über Hydrolyse und dann das bestehende Gasnetz und die ganzen Speicher zu nutzen. Die Infrastruktur ist ja schon da. Die Deutschen wissen das auch kaum. Sie sind alle gegen Kohlenstoffabscheidung, aber in Berlin sitzen wir alle auf einem riesigen Erdgasspeicher und Methan ist giftig, hochexplosiv und so weiter, viel gefährlicher als CO2. Das heißt, wir könnten die Struktur schon nutzen und könnten uns unabhängiger machen, ja, etwa von Russland in diesem Fall. Wir könnten erneuerbare Energien optimal einsetzen. Es ist eine absolute Win-Win-Geschichte. Was es erfordert, sind zwei Dinge, nämlich mehr Forschung. Sie haben es angesprochen, Frau Schmidt, also Innovation kostet auch ein bisschen Upfront-Investment, nicht? Und dann natürlich muss die Politik bereit sein, diesen Systemwechsel auch ja, zu implementieren und zu erklären dem Bürger, dass es sinnvoll ist. Die beiden Schritte, also ich bin vollkommen bei Ihnen, das ist eine der interessanten Visionen. Frau Dr. Schmidt? Ja, also Power to Gas ist ein wesentliches Thema. Wir brauchen überhaupt neue Speichermöglichkeiten. Wenn wir die Erneuerbaren weiter ausbauen wollen, was sicher sinnvoll ist, braucht es neue Speichermöglichkeiten. Wir in Österreich haben wenigstens das Glück, unsere Pumpspeicherkraftwerke zu haben, als die derzeit einzige Speichermöglichkeit. Wir werden aber damit nicht auskommen. Selbst wenn wir alle Potenziale in den Alpen nützen, werden wir bei dem geplanten Ausbau der volatilen Erneuerbaren neue Speichermöglichkeiten brauchen. Und wir sind voll für die Forschung bei Power to Gas, sowohl was kleinere Speicher, größere Speicher, es wird alles brauchen. Es ist hier kein Entweder-Oder, sondern wir werden alles brauchen. Und wenn wir daran denken, dass wir derzeit im Österreich liegt eh nicht schlecht, es liegt im europäischen Mittelfeld bei der Energieforschung, allerdings sind das 0,04% des BIP. Also ich glaube, da wäre schon noch etwas drinnen. Und wir haben ja diese Zusammenlegung Wissenschaft und Forschung mit Wirtschaft und Energie jetzt nicht grundsätzlich schlecht gefunden, weil vielleicht unser Minister hier doch etwas tun kann, dass auch im Bereich der Energieforschung mehr gemacht werden wird. Wir haben noch eine Frage, zwei Fragen aus dem Publikum. Fritz Binder-Kriegelstein, Chefredakteur vom Energiebaumagazin und Renewable Energies Consulting. Ich möchte auf einen ganz bestimmten Aspekt hinweisen. Herr Vorstand Eder hat es gesagt, wir haben uns in den 90er Jahren schon vorstellen können, dass es anders gehen muss, dass wir neue Dinge machen müssen. Unter dem Aspekt möchte ich verweisen auf das, was der Energieexperte Professor Quarnschnick aus Berlin gesagt hat. Die Energiewirtschaft müsste in Insolvenz gehen, aber sie läuft zur Politik. Vorstandsvorsitzender
Wallenöfer von der TIWAG hat vorige Woche bei den schlechten Bilanz, die er präsentiert hat, gesagt, die überhastete Energiewende in Deutschland beschert uns jetzt diese schlechten Zahlen und diese schlechte Situation. De facto ist es so, dass die Energiewende mit dem Erneuerbaren Energiegesetz 2000 eingeleitet wurde. Ich habe dem Vorstandsvorsitzenden vom Verbund Kern, wie er noch nicht ÖBB-Vorstand war, 2006 gesagt, Sie stehen bereits mit dem Rücken zur Wand. Ich möchte Ihnen etwas mitgeben. Hier ist keine überraschende, überhastete, sonst irgendwas im Gange. Es ist ungefähr so wie bei der Stahlpolitik, wie es bei der Stahlsituation. Es ist, wenn man genau hinschaut, seit vielen Jahren klar, dass sich ein Systemwandel abzeichnet und inzwischen abspielt. Haben Sie eine Frage? Und dem jetzt sollte man Rechnung tragen, und zwar aus ökonomischen Gründen möglichst schnell den Wechsel durchführen. Und meine Frage an das Podium, was spricht denn dagegen? Frau Dr. Schmidt, bitte. Also, viele Themen, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Ein wichtiger Aspekt, der jetzt überhaupt nicht vorgekommen ist, ist wirklich auch die Versorgungssicherheit. Und was wir derzeit sehen, es gibt viele neue Player bei der Stromerzeugung. Ja, das ist Faktum, die meisten davon unterstützt. Aber wer ist für die Versorgungssicherheit zuständig? Wer ist für das Netz zuständig? Wer ist für die Systemsicherheit zuständig? Da fühlt sich niemand der Neuen zuständig, sondern das ist die alte E-Wirtschaft. Und ich glaube nicht, dass einer von den Neuen, und es sind ja einige hier im Raum, sich wirklich wünschen würde, eine Insolvenz der E-Wirtschaft, denn dann würde auch das Licht ausgehen. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist, und wir müssen hier eher gemeinsam vorgehen. Und natürlich ist das ein Umbruch jetzt, und die E-Wirtschaft ist also wirklich, Sie haben vorher gesprochen, Gefangener. Also wir haben hier sicher einen totalen Wandel, zuerst die Liberalisierung, plötzlich ist Markt, und jetzt diesen Wandel, dass uns eigentlich bei der Erzeugung sehr viele neue Player einfach ja, gefördert das Feld wegnehmen. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam vorgehen müssen, denn wichtig ist, die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit weiter aufrechtzuerhalten. Und da brauchen wir die neuen Erzeuger, und die neuen Erzeuger brauchen aber sehr wohl die alte E-Wirtschaft, die gar nicht mehr so alt ist. Bitte. Thomas Welzer, Firma Welzer aus der Metallverarbeitung. Zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage. Der Versuch nach diesen Enablern, was braucht es denn, damit man jetzt in großen Schritte weiterkommt? Ist es die Politik? Sind es die Betreiber? Ist es das europäische Inland oder ist es das europäische Ausland? Und vor allem die Frage, was macht der Lobbyismus dabei? Wir streifen immer wieder über die Strukturen und über die Netzwerke und über die politischen Situationen und Entscheidungen, aber wie groß ist der Support oder eben die Gegenwehr der Lobby, der Energielobby, bei diesen Veränderungen mitzutun oder sie eben zu blockieren? Wieder Frau Dr. Schmidt, ne? Die Energielobby. Ich sage auch gern was. Aber erst stimme ich an. Ja, ich glaube, das schließt auch gleich an auf die vorige Frage und auch das vorige Statement. Die Welt ist im Umbruch und wir sind mittendrin, und natürlich sind wir bereit, und es ist nicht nur, weil uns nichts anderes überbleibt, sondern weil wir es auch als unsere Aufgabe sehen, hier für die Systemsicherheit auch da zu sein. Natürlich ist es ein Umbruch, und da sind wir dabei. Es braucht aber natürlich auch Rahmenbedingungen. Und wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren, wir haben jetzt allein seit Beginn der Liberalisierung 33 neue Richtlinien und Verordnungen auf europäischer Ebene nur im Bereich Strom gesehen. Wir haben jedes Jahr eine LWOG-Änderung, eine Ökostromgesetzänderung. Jetzt haben wir zweites Mal ein Energieeffizienzgesetz. Wir sehen hier ein laufend änderndes Umfeld, und so wie die erzeugende Industrie hier Rahmenbedingungen braucht, die Investitionssicherheit schaffen und hier eine Möglichkeit schaffen, ordentlich zu wirtschaften, so braucht es die E-Wirtschaft auch. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass es stabile Rahmenbedingungen gibt, dass man sich einigt auf ein Ziel und dieses dann durchzieht. Also hier ist die EU auch ganz gut, manchmal Zielkonflikte zu produzieren,
unterschiedliche Kommissare haben unterschiedliche Ziele und das ist sicher auch ein Problem, das gelöst gehört. Ein gemeinsames Ziel oder sagen wir die drei Ziele Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit und wenn man alle Maßnahmen unter dieses Ziel setzt, dann wird auch Europa erfolgreich sein. Dr. Schönhoff? Na, ich kenne die österreichische Debatte natürlich nicht so gut, aber die europäische ziemlich gut und auch in Übersee. Ich meine, der Lobbyismus spielt natürlich generell in der Politik inzwischen eine fulminante Rolle. In Washington D.C. haben sie 60.000 Lobbyisten. Das ist eine Menge, ja? Das ist eine gute Beschäftigungsmaßnahme irgendwie. Und zwar nicht jetzt nur in der Energiewirtschaft, in allen möglichen. Aber das kann ich nur sozusagen als Beobachter schildern. Aber weil Frau Schmidt sagte mit den Rahmenbedingungen, auch da wieder würde ich sagen, absolut richtig, man muss eben die richtigen Rahmenbedingungen setzen, am besten im Konsens oder zumindest mehrheitlich, das ist klar. Das würde ich mir von Europa auch noch stärker wünschen. Ich glaube aber, man sollte nicht unterschätzen, dass Transformationen, und wir sind, Sie haben völlig recht, die Welt ist im Umbruch aus vielen Gründen. Ne? Pionierakteure sind natürlich schon auch wichtiger. Und ist das Beispiel, was ich vorhin noch mal nennen wollte, Transport ist, glaube ich, auch für Österreich ein großes Problem, da mit den Emissionen runterzukommen. Ne? In der Stromwirtschaft geht es sogar relativ gut. Es geht sogar in der Schwerindustrie ganz gut. Da sind große Fortschritte gemacht worden. Ne? Der Verkehr explodiert weiterhin. Ne? Und da kann natürlich Elektromobilität, aber auch bessere modulare Systeme eine Rolle spielen. Und da finde ich sehr ermutigend, was die Firma BMW gemacht hat. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, was ja immer noch ein weitgehender Familienunternehmen ist. Ne? Und da hat eben eine bestimmte Dame gesagt, ich möchte, dass BMW ein richtiges Elektroauto produziert, den i3. Gibt es noch die Sportversion i8 dazu. Und dafür hat man 2,5 Milliarden in die Hand genommen, um sie einfach zu investieren als Wagniskapital. Und das ist jetzt ein System, was da aufgebaut wurde. Es ist nicht nur, dass sie am Schluss ein voll elektrisches Auto haben, das wird mit Carbonfasergehäuse geliefert, um das Gewicht zu reduzieren, wie in einem Formel-1-Cockpit sozusagen. Und die Energieerzeugung in Leipzig wird durch eigene Windkraftwerke ermöglicht. Das heißt, es ist ein ganzes Innovationssystem, was sie da hinstellen, was aber ein Unternehmen, das weltweit führende sicherlich, beim Automobil sozusagen wagt auch. Das heißt, letztendlich die Realität ist die, dass der Fortschritt durch ein Wechselspiel von Politik, Rahmenbedingungen werden nachgebessert oder auch vorgegeben, wie das deutsche Einspeisegesetz, nicht? Durch industrielle Innovationen, durch Druck aus der Bevölkerung. Es ist ein kompliziertes Konzert, was Sie da aufführen müssen, wo jeder auch seinen Beitrag leisten kann. Ne? Herr Dr. Eder, wollten Sie? Oder Frau Schmidt? Bitte. Vielleicht nur einen Satz, weil es ist so viel Ideologie in dieser Diskussion drinnen. Wenn man auch nur kurz einmal sagt, also Energiewende, wenn man sich nicht hundertprozentig zur Energiewende bekennt und sagt, naja, es gibt aber schon auch Nachteile, dann ist man sofort ein Gegner. Und ich glaube, hier ein bisschen diese Ideologie herausnehmen und wir sollten uns anschauen, wie können wir gemeinsam diesen Weg weitergehen, in erfolgreich weitergehen, so dass die Industrie in Europa bleibt, aber dass der Klimaschutz sehr wohl auch, wir uns mehr diesem Ziel verpflichten. Ich glaube wirklich, dass das der Weg sein kann und es ist nicht schwarz-weiß. Ja? Es gibt sehr wohl Grautöne und die müssen wir gemeinsam, damit umgehen. Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Darf ich Sie in der Abschlussrunde vielleicht um eine Ergänzung dazu bitten? Nein, ich komme auf die Grundsatzfrage zurück. Was brauchen wir eigentlich in der europäischen Energiepolitik? Ich sehe das aus einer sehr strategischen Perspektive, die sicher viel zu idealistisch ist und all die politischen Implikationen außen vor lässt. Nur würde man als Unternehmen an dieses Thema herangehen, dann ist es relativ einfach. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal Klarheit darüber, wie schaut der ideale langfristige Energiesplit
in Europa und für Europa aus. Und es kann ja nicht sein, dass Frankreich nur am Atomtrip ist, England eine Mischung aus Atom- und Shale-Gas vorhat, Deutschland die Energiewende, wie immer die dann ausschaut, die ehemaligen osteuropäischen Nachbarländer so primär Kohle, aber dann auch noch ein bisschen Atom haben, ne, und Österreich findet sich da irgendwo dazwischen, um das Ganze jetzt etwas überspitzt auszudrücken. Irgendwann müssen wir uns auf einer europäischen Ebene einigen, wie hoch ist der Anteil an Atom, an Kohle, an Öl, an Gas und natürlich an erneuerbarer Energie. Und wenn wir das wissen, was ist der ideale, realistische, langfristige Mix der Zukunft, dann brauchen wir einen Masterplan, wie wir dorthin kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen, und ich weiß, ich steige da jetzt einigen unheimlich auf die Zehen, bitte um Nachsicht, wir müssen von dem Energieprovinzialismus in Europa wegkommen. Mhm. Es kann nicht sein, dass teilweise Städte, teilweise Dörfer eine eigene Energieversorgung, die losgekoppelt ist von allem anderen, haben. Weil wenn wir das weiter pflegen, dann können wir uns auch das Wichtigste, was wir brauchen, nämlich das Netz quer durch Europa, das tragfähige, das große Netz, können wir uns weder leisten und wir können es uns dann auch sparen. Nur ohne dem, wenn wir die Versorgungssicherheit gleichzeitig mit berücksichtigen, wird es nicht möglich sein. Und wir müssen in der Lage sein, von Nord nach Süd, von Süd nach Nord, von Ost nach West und von West nach Ost die Energie im erforderlichen Ausmaß zu transportieren. Nur so kriegen wir eine effiziente gesamteuropäische Energielandschaft. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Politik an dieses Megading heranwagt. Aber Herr Professor, Sie haben möglicherweise da mehr direkte Erfahrungen aus Gesprächen mit Politikern. Gemischte Erfahrungen, ne? Manche erfreulich, manche weniger. Aber ich würde das gerne noch aufgreifen, was Sie sagen. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter. Also jetzt, ich stimme Ihnen völlig zu, ein europäisches Konzept ist notwendig. Also auch da muss Europa zusammenwachsen. Nicht nur, sagen wir, in der Flüchtlingspolitik, was auch immer. Mhm. Da haben Sie absolut recht. Und es wird gelingen, aber es wird eben in der schmerzlich langsamen, zänkischen Weise geschehen, wie alles in Europa geschieht. Das ist das eine. Allerdings, was die Netze angeht, ich glaube, man muss zwei Komponenten betrachten. Wir haben uns das sehr genau angeschaut, und das ist auch ein Teil meiner eigenen Forschungsarbeit, wie Sie gewissermaßen ideale Energieversorgung in Europa garantieren. Und es muss ein intelligenter Mix aus sozusagen großskaligen, zentralen und dezentralen Elementen sein. Also Sie können natürlich irgendein Bergdorf im Vorarlberg autonom gestalten. Ja, ja. Wenn Sie dort nicht einen Stallmeiler hinstellen, was ich aus landschaftlichen Gründen nicht empfehlen würde. Aber natürlich, wenn Sie Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Chemieindustrie haben, brauchen Sie einfach entsprechende Leistungen und die würde man idealerweise vielleicht durch Strom aus Italien oder wo auch immer haben. Dafür brauchen Sie Gleichstrom-Hochspannungsnetzwerke, nicht? Ja. Am besten meiner Ansicht nach sogar mit Supraleitung, ja, das kann man machen. Dafür braucht man Innovation. Das heißt, dieses intelligente Gefüge aus zentralen, internationalen und dezentralen Elementen, das ist die große Herausforderung. Da muss man halt wirklich viel Gehirnschmalz drauf verwenden. Ne? Vielleicht so als letztes Statement, wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, Frau Dr. Schmidt, dass diese Intelligenz in den nächsten 10 Jahren in die europäischen Netzwerke kommt? Naja, wenn wir ein bisschen von der Ideologie abweichen und ein bisschen uns zusammensetzen und gemeinsam immer wieder das Ziel vor Augen haben und dieses verfolgen, dann glaube ich schon, dass wir hier erfolgreich sein werden. Aber es braucht halt offene Diskussionen und nicht, wenn man gegen hohe Einspeisetarife ist, ist man gleichzeitig gegen die Energiewende und gegen den Klimaschutz. So ist es nicht. Es braucht intelligente Lösungen, sowohl auch auf europäischer Ebene als auch national, bitte bis in die Dörfer, das viel zitierte Vorarlberger Bergdorf ist ja nicht autark, aber es braucht trotzdem ein ordentliches Ortsnetz, ja? Und auch eine Erzeugung in der Nähe, und wir müssen auch Nachfrage und Verbrauch mehr steuern und aneinander anpassen. Da hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren. Also ich glaube, wir sind schon ganz gut unterwegs. Es wird auch oft aus verschiedensten Gründen auch oft schlecht geredet von verschiedensten Gruppierungen, die das dann auch natürlich
ganz gut nützen können für Ihre Zwecke. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die Diskussion, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, ich gebe jetzt weiter an den Florian Zangerl, wenn es wahr ist.